Ich hielt mich an seiner Jacke fest. Sag nichts. Er nahm die Zügel in eine Hand. Mit der anderen griff er nach meinem Arm und führte ihn um seinen Bauch. Das war doch genau das, was ich wollte. Es wäre ärgerlich, wenn ich dich irgendwann vom Boden aufsammeln müsste. Mich noch fester an den Spiegel, den Arm zurückziehen und sich wieder an der Jacke festhalten. Natürlich machen wir... Ihr wisst doch, dass ich genau das hier wählen würde. Also wirklich. Wie schätzt ihr mich bitte ein, als würde ich jemals das da wählen? Ups! Das war jetzt ein Unfall. Ich schlang auch den anderen Arm um seinen Bauch und legte meinen Kopf an seinen Rücken. Durch den Stoff seiner Kleidung konnte ich sein Herz klopfen hören. Trotz allem, was er mir angetan hatte, musste ich lächeln. Das wird jetzt immer so der Standardspruch sein. Trotz allem, bla bla bla. Und dann kommt was Positives. Das wird jetzt immer so sein. Die nächsten 20 Episoden wird das so sein. Quatsch. Es gefiel mir, seinen Körper zu spüren. Ich konnte nicht vergessen, was er mir angetan hatte. Doch obwohl meine Hände beim Kontakt mit seinem Körper zitterten, hielt ich mich fest, um nicht zu fallen. Ich frage mich, was das für Leute sind, die diese Antwort wählen, nachdem sie alle vorigen Antworten gewählt haben, die zu dieser Situation geführt haben. Welche Schwachköpfe wählen denn bitte noch diese Option? Er hat mich tief verletzt und ich hoffe wirklich, dass er versuchen wird, das wieder gut zu machen. Na, mit dem... Du machst es ihm aber gerade ziemlich einfach, my lady. Und es ist so schön, dass ihn das nicht stört. Oh, falsche Richtung. Es stört ihn einfach nicht. Normalerweise mag er nicht fest angefasst werden, aber es stört ihn einfach nicht. Das ist so wunderbar. Und da schmilzt mein Elsarel-Herz. Ich hasse diesen Wald. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Hä? Ich hasse es. Okay, ich bin hier ja noch ganz gut durchgekommen. Oh mein Gott. Im Wald kann man sich so leicht verirren. Wir erreichten den Waldrand. Nach mehreren Tagen erreichten wir die Stelle, die wir für unser Lager vorgesehen hatten. Schnell bauten wir die Zelte auf und aßen eine kalte Mahlzeit zu Abend. Obwohl die Sonne noch hoch am Himmel stand, beschloss ich danach schlafen zu gehen. Als ich in das Zelt gehen wollte, das ich mit Karin und Evelyn teilte, hörte ich zufällig, wie sich Evelyn und Essere unterhielten. Oh oh, mein Magen grummelt mit einer negativen Vorahnung. Ich blieb hinter dem Zelt stehen und lauschte. Ich lausche ständig. Ich keine Ahnung warum, aber wenn ich die Möglichkeit habe, ich lausche einfach. Raus hier! Warte mal. Wie hatte ich sie gesprochen? Raus hier! Wenn du nicht wegen einem gesundheitlichen Problem gekommen bist, will ich dich hier nicht mehr sehen. Oha. Okay, ich weiß, ich habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Aber du kannst auch nicht einfach so tun, als sei ich Luft. Was? Oh doch, das kann ich. Ist es, weil ich sie geküsst habe? Wenn es nur das wäre. Was ihr ihr angetan habt, ist schrecklich, Essere. Ich kann dich nicht mehr ansehen, ohne dass mir schlecht wird. Oh, ist das heftig. Warte, die Jungs waren an der Sache genauso beteiligt. Warum muss nur ich dafür bezahlen? Du verstehst es einfach nicht. Du hast das alles nie ernst genommen. Was alles?
Eve, warte! Sie verließ das Zelt, ohne mich zu bemerken. What's going on there? Yesenia, seit wann bist du schon hier? Ich bin gerade gekommen. Was war denn mit Evelyn los? Nichts. Er ging mit hängenden Schultern weg. Ich sollte ihn noch einmal darauf ansprechen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. I don't know. Ich sollte jetzt lieber schlafen gehen. Die Feldbetten wirken zwar nicht besonders bequem, aber ich bin schon zufrieden, dass ich nicht auf dem Boden schlafen muss. Wie haben sie das alles transportiert? Sind das so große Gefährten, die das alles tragen? Ich schlief auf der Stelle ein, aber mitten in der Nacht wurde ich von einem Schluchzen geweckt. Oh nein, wer weint denn jetzt? Hm? Karin ist weg. Evelyn? Was? Sie drehte sich zu mir um und wischte sich verstohlen über die Augen. Evelyn? Stimmt etwas nicht? Doch, doch. Ich bin nur müde. Es ist wegen Ezreal, oder? Was? Ich habe euren Streit eben vor allem mit angehört. Ich habe behauptet, ich sei gerade erst gekommen, aber ich war hinter dem Zelt. Du scheinst sehr wütend auf ihn zu sein, oder? Ich setzte mich neben sie und nahm ihre Hand. Du kannst mir alles sagen, weißt du? Vielleicht geht es dir dann besser. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin zu erfahren, was sie sagen will. Vor allem, da ich kaum noch lesen kann, weil meine Nase schon wieder dicht ist. Ich hasse Erkältungen. Das zwischen S und mir begann vor etwa einem Jahr. Als ich das hörte, krampfte sich mein Herz zusammen. Dann wart ihr also ein Paar? What's going on there? Dann wart ihr also ein Paar? Nein. Wir waren uns beide einig, dass es nichts Ernstes war und wir unseren Spaß wollten. Er sieht ja auch ziemlich gut aus. Was? Jetzt hältst du mich sicher für ein Plättchen. Was? Quatsch? Es ist jedem... Hä? Nein! Nein, du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist nicht meine Sache. Um mal meinen Kommentar dazu abzugeben, wie ich es eigentlich schon die ganze Episode über tue. Ungefragt, aber ich mache es einfach trotzdem, weil... I don't care. Wenn etwas einvernehmlich ist, dann kann es jedem scheißegal sein, was diese Personen mit anderen machen. Sowohl Kerle als auch Frauen. Frauen sind keine Schlampen, nur weil sie aus Spaß irgendwas machen. Oder mehrere Typen hintereinander. Keine Ahnung. Und bei den Männern auch nicht. Na, bei den Männern war es ja schon immer egal. Aber auch Frauen sind keine Flittchen oder Schlampen oder sonst was. Nur weil sie was aus den eben genannten Gründen eben. Und es hat keine Sau zu interessieren, wie du dein Leben gestaltest. Wenn es einvernehmlich ist, dann geht es nur dich was an. Das hat andere einfach null zu interessieren und sie haben kein Recht darüber zu urteilen. Ich meine, man tut ja nichts Verbotenes, ne? Wenn es doch Spaß macht, dann soll man das doch tun. Ich will gar nicht weiter darüber nachdenken, weil dann... Es entsteht dann einfach... Natürlich können die tun und machen, was sie wollen und... Meine Gardi war da ja noch nicht da und Ezreal empfindet jetzt wahrscheinlich anders, weil das ist ein Jahr her oder ein halbes Jahr oder so. Aber ich will mir das nicht vorstellen, weil sonst entsteht Kopfkino und ich will kein Kopfkino. Das verletzt mich nur. Das zerbricht nur mein kleines Ezreal-Herz. Danke. Es tut gut, darüber reden zu können, ohne gleich verurteilt zu werden.
Niemand hat das Recht, dich zu verurteilen, liebe Evelyn. Ich fühlte mich wirklich wohl mit ihm, obwohl ich wusste, dass daraus nichts Ernstes würde. Hättest du das denn gerne gewollt? Ja. Ich weiß, das ist dumm von mir und... Was? Und er hat mir in der Hinsicht nie etwas vorgemacht. Seine Gefühle kann man nicht ändern, Evelyn. Er ist für mich eher der Schuldige in dieser Geschichte, oder? Hä? Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er mich nicht liebt. Ich wusste, worauf ich mich einließ. Er hat mich nie belogen. Männer. Einfach Männer. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ach ja? Und warum? Als du ankamst, Ezreal hörte nicht mehr auf, von dir zu reden und ich glaube, ich war ziemlich eifersüchtig. Ich war nicht besonders nett zu dir. Entschuldige. Hä? Wann war sie denn nicht besonders nett? Weil ich habe so... Ich kann mich einfach nicht erinnern, wann Leute scheiße zu mir waren, ne? Wenn sie irgendwann nett zu mir sind, kann ich mich irgendwann nicht mehr erinnern, dass sie scheiße zu mir waren. Ich vergesse das einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist eigentlich keine schlechte Eigenschaft. Nicht so schlimm, ich mag dich trotzdem. Es stimmt, dass du am Anfang nicht besonders freundlich zu mir warst, aber jetzt verstehe ich dein Verhalten besser. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich war ziemlich kühl. Ich mag es nicht, für die Fehler anderer zu bezahlen. Ich mag dich trotzdem. Du bist lieb. Vielleicht sogar zu sehr. Ich sollte endlich darüber hinwegkommen. Ja, das wäre sicher besser. Aber es ist echt leichter gesagt als getan. Danke, dass du mir zugehört hast. Das tat gut. Gern geschehen. Aber weißt du, wo Karin ist? Aber eiskalt das Thema wechseln. Sie ist nach draußen unterwegs. Sie schläft nie viel. Aber du solltest dich lieber wieder hinlegen. Okay, dann gute Nacht. Ach, die arme Evelyn, sie tut mir leid. Am nächsten Morgen rief uns Karuto zum Frühstück. Ich zog mich schnell an und aß mit den Jungs. Ach, darum ist Karuto mit. Weil sich die Leute nicht von Bären ernähren wollen, die sie auch noch selber pflücken müssen. Ach ja, die Früchte bringen hier ja auch gar nichts. Fällt mir gerade ein. Und? Bist du bereit? Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, alles läuft wie geplant. Wieso sollte es nicht? Mir fallen gleich eine ganze Reihe von Dingen ein, die schieflaufen könnten. Nicht so pessimistisch, Baby. Ja, alles wird gut. Seid ihr bereit? Wir sollten gehen. Ich bin bereit. Und fertig. Sehr gut, Yasinia. Pass auf dich auf und komm gesund wieder. Versprochen. Hier sind eure Masken, die Verpflegung und Erste-Hilfe-Sets. Alles ist gut eingepackt und das Gift sollte nicht drankommen. Sollte. Maske. Und das sind die... Wie hatte sie formuliert? Glamour. Ach, das zweite Wort weiß ich nicht mehr. Die Puri angeheftet hat. Kein Wunder, dass sie aussieht wie eine Katze. Wo sind die Nippel? Die Nippel kann man nicht sehen. Puh! Wurden einfach die Nippel wegzensiert. Glückwunsch! Du hast den folgenden Gegenstand erhalten. Sauerstoffmaske Puriko. Du findest sie in deinem Kleiderschrank. Ich hoffe, ich muss sie nicht anziehen, weil es nicht zum Outfit passt. Danke. Geh zu den Höhlen. Mach ich. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich sollte mal eine Maske aufsetzen. Ich muss sie tragen. Ich will die nicht tragen, das ist so unpassend.
Oh, ich setze meine Maske auf. Nefra, Chrome und ich warten vor der Höhle auf euch. Also versprich mir, heil wieder herauszukommen. Ich dachte, Nefra wollte mitkommen. Hast du Schiss? Ich wusste, Nefra ist einfach ein Schisser. Und wenn ihr einen Valenviana seht, verschwindet von hier. Ach so, sie hat gesagt, Nefra, Grom und ich werden hier warten. Alles klar, das war keine Aufzählung. Versprochen. Sie umarmten sich, als sehen sie sich zum letzten Mal. Oh, die beiden sind ja niedlich. Ich bin genauso unruhig wie Karin. Was, wenn die Sauerstoffmasken nicht richtig funktionieren und wir auch vergiftet werden? Bringe ich die anderen vielleicht leichtfertig in Gefahr? Nee, nee. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Miko vertraut mir zwar, aber ich weiß, dass sie mich beim kleinsten Fehler zur Verantwortung ziehen wird. Wir sollten nach einem Eingang suchen. Das war falsch. Ach so, ich soll hier irgendwo anklicken. Ist das euer Scheiß ernst? Hä? Was soll ich denn hier machen? Ah, da ist was. Da war was. Ich habe den Eingang gefunden. Ich winkte die Jungs herbei. Wir müssen zwar erst noch ein paar Steine aus dem Weg räumen, aber dann kommen wir hier herein. Gegrabener Gang. Boden schräg, Höhenweg. Ich bin mir nicht sicher, von wo sie gerade herkommt. Ah, pff. Blöde Tussi, läuft sie erstmal in die falsche Richtung. Wir betraten die Hülle. Die Luft schien hier noch sauber zu sein, aber mich beunruhigte der Gedanke daran, dass die Masken wohl möglich nicht funktionieren könnten. Doch, wird schon. Wir drangen tiefer in die Höhlen vor, bis wir eine Art Nebelwolke bemerkten, die sicher vom Gift herrührte. Das mit den Masken scheint zu funktionieren. Das war eine gute Idee, Yesenia. Wir sollten das Belleriflor nicht streicheln, bevor wir es gefangen haben. Ach nee, sie soll sich nicht die Sprüche von dort aneignen. Du, ich sehe, du passt dich an unsere Ausdrucksweise an. Ich versuche es. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, wenn er das aufhat. Ich muss mal kurz Ezreal verdecken. Ich bin so gespannt, dass ich Ezreal ziemlich kühl antworte, obwohl er versucht hat, mich etwas aufzumuntern. Ich darf ihn nicht ansehen. Ich darf Mike gar nicht. Das ist so albern. Wir sollten uns aufteilen. Um nach den Mykoniden zu suchen, dann sind wir sicher schneller. Bitte nicht noch Nefra. Yesenia, du kommst mit mir. Wir sollten zuerst zum Nest der Mykoniden gehen. Ich glaube, ich erinnere mich noch an den Weg dahin. Valkyon, dir steht das richtig gut. Passt farblich sogar zu dir. Alles klar, Nefra und ich bleiben erstmal zurück. Galerie? Das hieß aber letztens nicht Galerie. Nein, falsch. Ich müsste mal auf die Namen achten. Kreuzung? Diese Stelle kenne ich. Wow. Vor 2 Sekunden kanntest du sie noch nicht? Yesenia, Vorsicht! Er fasste mich an der Taille und zog mich zurück. Oh. In seinen Armen bleiben? Lass mich los!
Natürlich habe ich "Lass mich los" gesagt. Ich sah ihm direkt in die Augen und einen Moment lang vergaß ich alles, was geschehen war. Selbst wenn du ihn küssen wollen würdest, ihr habt Masken auf. Das wäre ziemlich peinlich, wenn du es versuchen würdest. In diesem Moment gab es nur ihn und mich. Wie kitschig. Er griff nach einer meiner Haarsträhnen und ließ sie durch seine Finger gleiten. No. Yesenia, ich. Ezreal wurde von einem entfernten Geräusch unterbrochen. Wie könnte es anders sein? Wir sollten weitergehen. Er zeigte auf eine Stelle vor meinen Füßen, an der plötzlich eine riesige Spalte klaffte. Irgendwas stimmt in dieser Höhle nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Das heißt beides Galerie. Hä? Das ergab keinen Sinn. Das heißt hier alles Galerie. Blaue Höhle? Blaue Höhle. Da müssen wir ja hin. Es ist sehr viel nebliger hier als das letzte Mal. Oh. Es ist gespenstisch hier. Kann man hier was mitnehmen? Das ist das Nest der Mykoniden. Oh nein. Was, oh nein? Was sieht sie, was ich nicht sehe? Sind die Pilze ein? Mehrere Mykoniden liegen auf dem Boden. Es scheint ihnen nicht gut zu gehen. Können sich Mykoniden selbst vergiften? Achtung! Bringt die Kinder in Sicherheit! Sie ist ganz außer Atem. Ich bin's, Yesenia. Ich war vor ein paar Monaten schon einmal hier. Wir möchten euch helfen. Bleibt, wo ihr seid! Wo ist Ethel? Ich muss mit ihm reden. Warum? Was? Was wollt ihr von ihm? Wir, wie schon gesagt, wir sind hier, um euch zu helfen. Wir wollten euch um eure Erlaubnis bitten, um im Konflikt mit den Balevianern vermitteln zu können. Oh nein, nein, was ist mit dir los? Tante Dille, ich fühle mich ganz schwach. Milo hört nicht auf zu husten. Wo ist... Und Mama? Wo ist sie? Die Lage der Mykoniden ist noch viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Ich kann kaum glauben, was ich sehe. Sie wirken völlig geschwächt. Bitte lass uns zu Ethel. Es geht um euer eigenes Wohl. Wartet hier! Sie verschwand einen Augenblick, um sich mit den anderen Mykoniden zu besprechen. Ich sah, welche Mühe ihr das Laufen bereitete. Es brach mir das Herz. Wir hätten schon viel eher kommen sollen. Was ist denn? Vergiften die sich selbst? Es ist in Ordnung, aber nur das Menschenmädchen darf mit ihm reden. Ezreal und ich sahen uns an. Jetzt war nicht die Zeit für sinnlose Diskussionen. In Ordnung. Ich ging durch die Menge bis zu einer Art Empor, auf der Ethel lag. Er schien sehr krank zu sein. Ezreal ging währenddessen zurück, um die anderen Jungs zu holen. Junges Mädchen, du bist es. Was führt dich in unsere sterbende Höhle? Patriarch Ethel. Leuchtet gar nicht. Schnell erklärte ich ihm den Grund unseres Kommens und wie wir zu ihnen gelangt waren. Ich sprach davon, dass wir im Konflikt mit den Balevianern schlichten wollten und dazu sei Verständnis benötigten. Und warum bist du hier, Yesenia? Das habe ich doch schon erklärt. Ich wurde von...
Ich glaube, du hast meine Frage nicht wirklich verstanden. Er sah mir direkt in die Augen und sagte, ich bekäme sein Einverständnis, wenn ich ihm im Gegenzug ehrlich erzähle, warum ich gekommen sei. Ach so, er meint die Sache, dass wir beweisen, dass wir was drauf haben, dass wir was können. Ich habe vor kurzem durch eine falsche Entscheidung, die nicht die meine war, meine Familie verloren. Seitdem fühle ich mich nur noch wie eine leere Hülle und zweifle am Sinn des Lebens. Ich glaube, ich möchte mir selbst beweisen, dass mein Leben einen Sinn hat und ich etwas tun kann. Ich kann nur vermuten, dass ich das alles aus Nächstenliebe tue und weil ich weiß, dass ihr sonst zum Sterben verurteilt seid. Aber ich glaube, indem ich euch rette, rette ich auch einen Teil von mir selbst. Das muss euch sehr egoistisch erscheinen. Da irrst du dich. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Dein Leid spiegelt sich in deinen Augen. Oh, er leuchtet gar nicht. Die haben doch so geleuchtet, die Pilzchen. Wenn du möchtest, können wir dein Leid auslöschen. Möchtest du das im Gegenzug für deine Hilfe? Wie meinst du das? Die Mykoniden haben die Fähigkeit, die Erinnerungen zu beeinflussen. Das hatte ich dir schon erzählt. Stimmt, er hat davon gesprochen, dass er schon mehrfach die Erinnerungen von Personen ausgelöscht hat, die er getroffen hat. I remember too. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Ich möchte nicht vergessen, wer ich bin und wen ich liebe. Ich behalte meine Erinnerungen lieber, auch wenn ich unter ihnen leide. Ich auch. Gut, dann ist die Sache abgemacht. Wir, die Mykoniden, bitten die Garde von El in diesen Konflikt zu vermitteln. Danke. Ich wollte Ethel vor Freude umarmen, doch ich hielt mich zurück. Fass ihn nicht an, sonst zerbricht er. Hab ich das Gefühl. Er wirkt so krank und zerbrechlich. Ich habe Angst, ihm weh zu tun, wenn ich ihn berühre. Etwas verlegen machte ich mich auf die Suche nach den Jungs. Als ich sie gefunden habe, legten wir die Mykoniden die Einverständniserklärung zur Unterschrift vor. Patriarch Ethel, hier sind ein paar Lebensmittel und Erste-Hilfe-Sets. Wir werden euch noch mehr davon bringen. Als sie die Lebensmittel sahen, begannen einige der Mykoniden vor Freude zu weinen und dankten uns herzlich. Ah, sie vergiften... Ich glaube... Ah, weil sie nicht raus können, verhungern sie langsam, oder wie ist das? Ist das für mich? Wir und für uns alle. Wir müssen das teilen. Oh, da werden sich meine Freunde freuen. Milo hat seit ein paar Tagen fast nichts gegessen. Darf ich ihm das hier bringen? Ja, natürlich. Gern. Beim Anblick dieses Leidens spürte ich ein Kloß im Hals. Mir stiegen Tränen in die Augen, aber ich hielt mich zurück. Ich konnte jetzt unmöglich flennen. Wir kommen bald wieder, das verspreche ich. Verlass die Hülle und bring Huan Huan den unterschriebenen Vertrag. Alter, ganz ernsthaft, ich brauche kurz eine Pause, bevor ich weiterspiele. Kurz beruhigen. Geht gleich weiter. Oder auch nicht, je nachdem, ob es hier zeitlich gemäß ein... Blöd, ich kann nicht mehr reden. Ob hier zeitlich gemäß ein Cut passt. Ihr müsst hier bis zum nächsten Part warten, aber keine Ahnung.